beziehungsweise dann aufnehmen. Oder zwischendrin mal die Specials dann machen. So wie jetzt bei Assassin's Creed 2 aller Glyphen, beziehungsweise die kommen ja noch. Und den Templar-Gräbern, beziehungsweise den Assassinen-Gräbern für Alter Irs Rüstung. Ach ja, das zieht sich immer ein bisschen hin, dieses Reiten. Das ist teilweise ein bisschen nervig. Sobald wir die Tunnel renoviert haben, sieht es wieder ein bisschen anders aus. Dann geht es auch um einiges schneller, das Hin- und Herreiten. Beziehungsweise das Hin- und Herreisen zwischen den Punkten. Ein deutscher Hauptmann. Auf ein Wort. Stoppt ihn, Ragazzi! Nee, den wollte ich eigentlich nicht. Ich habe Erfahrung mit den Assassinen. Ich kenne sie. Tut, was ich tue. Pistole. Und ihr seid sicher. Verbrenne. Bitte, das ist doch nicht notwendig. So, dann haben wir schon mal den Borgia-Hauptmann getötet. Wir kriegen diesen Bastard. Ich bin bei dir, Junge. Komm, 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 Ezio. Schneller, schneller. Da! Auf ihn! Komm. Ja, Stronzo. So, das ist wenigstens so jetzt kein Problem mehr. Verstecken wir uns mal kurz hier. La la la. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. La la la. So. Die haben es nicht gerallt, dass ich da gerade einen umgebracht habe. Das ist immer sehr schön. Ich bin nirgends. Ich bin wieder Schatten. Ah, shit. Was ist denn jetzt los? Warum stockt das Spiel jetzt gerade die ganze Zeit so? Ja klar, komm mit dem Bolzen auf mich los, du Arschkrampe. Ich will doch nur euren Turm anfackeln, Jungs. Also nichts Schlimmes. Echt? Wen? Dich? Oh, das kann gut möglich sein. Ja, jetzt schießen die noch auf mich. Ich bin doch voll... Komm, unbewaffnet. Oh, Ezio. So. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich habe teilweise so eine böse Hitbox. So. Stronzo. Bah, und tot. So, komm schon. Ich will nicht, dass du mit dem Ding kämpfst. So. Mal hoffen, dass wir jetzt in Ruhe den Borgia-Turm in Brand stecken können. Ja, so geht's mir auch. So. Halten. Nee, da kann ich noch nicht. Na ja, so geht's auch. Spring. Und jetzt hier hoch. Und anzünde. Wunderbar. Gott. Boah, Entschuldigung, da hat jetzt nicht mehr die Zeit gereicht, mir das Mikrofon stumm zu schalten. Ist gerade extrem schlimm. Kleinen Moment. So. Wieder da. Und wieder.
Wir reiten zur Diebesgilde. Auf. Super. So und... Ups, ich wollte mich eigentlich abrollen. Aber das ging leider nicht. Ich war zu doof. Müssen wir halt laufen. So. Ich glaube, da lang geht's. Ja. Dann kommen wir direkt zur Diebesgilde. Müssen wir da auch noch ein, zwei Sachen erledigen und dann kommen wir zur Bruderschaft. Hoffentlich. Lalala, auf zur Diebesgilde. Interagieren. Ezio. La Volpe, ich bin überrascht, euch zu sehen. Und was treibt euch vor meiner Haustür? Wartet, ich kenne die Antwort. So wie immer. Ihr wollt meine Spione einsetzen. Sie. Dann helft mir. Um Machiavelli zu helfen? Nein, danke. Dieser Mann verrät unseren Orden. Ein ernster Vorwurf und das von einem Dieb. Habt ihr Beweise? Er war Botschafter am Hof des Papstes und ist als persönlicher Gast von Cesare gereist. Ich weiß auch, dass er euch kurz vor dem Angriff auf die Villa verließ. Machiavelli mag nicht allen gefallen, aber er ist Assassine. Kein Verräter. Hoffen wir es mal. Mich überzeugt das nicht. In diesem Moment trifft er jemandem im Trastevere. Wollt ihr mich begleiten? Ich folge euch. So, dann werden wir ja sehen, was passiert. Volle Synchronisation bei der Verringerung des Bekanntheitsgrades nicht entdeckt werden. Bis zum Treffen mit Volpe in der Diebesgilde. Ja. Kriegen wir hin. Galoppi. Aufsteigen. So. Und auf geht's. Also wir müssen unentdeckt bleiben. Das sollten wir ja eigentlich hinbekommen, oder? Dann reiten wir etwas schneller. Und gucken, beziehungsweise schauen hier, aber gucken tut man ja nicht. Man schaut nur, ob wir das hinbekommen. So, wir nehmen die Abkürzung über die Schiffe. Zip, zip, zip. Ich wollte auch trocken bleiben. Nicht feucht hinter den Ohren werden. So, durch die Gassen von Roma stobern. Links. Und weiter geradeaus. Und hier entlang, glaube ich. Müssen wir aufs Dach? Ja, wir müssen aufs Dach. Ja, wir müssen hier hoch. Und hopp. Und hopp. Hopp. Und hopp. Und. Ja, ja. Hopp. So, runter. So. Und was haltet ihr davon? Es ist verräterisch. Zu verräterisch. Hilfe! Volpe, mein Sohn Claudio wurde verletzt. Sie werden ihn erschießen. Die erledige ich. Los, holt euch die anderen. Sie. Ah, mit der Pistole. Du entkommst nicht. Shit. Und Schuss. Zack. So, noch einer. Zwei.
Komm schon. Machiavelli braucht immer. La Volpe braucht so lange. Schnell, such dein Versteck. Ich kann nicht. Die werden mich töten. Passt gut auf. Tut, was ich tue. Sie. Hier lang. Aufgrund des erneuten Auftretens der Malaria im Campo Marzio. Wir werden jetzt mal ein bisschen durch die Pampa. Ich habe mich direkt an den Giudice gewandt und er sagt. Ja, super. Nur weil der Junge nicht da rennen kann wie ich. Oder was? Ist doch scheiße. Dann gehen wir halt hier lang in Ruhe. So, wir müssen dann hier entlang. Ja, doch, wir können hier unten lang. Ohne großartig entdeckt zu werden. Kann der Kleine klettern? Nein, natürlich nicht. Oh, Mann. Dann müssen wir halt. Alle Borgia-Verbrecher gehen Hölle schleifen. So. Kann man ja noch nicht anheuern oder gar nicht anheuern. Geld auswählen. Untertauchen. Meins. Ah, komm schon. Das gibt's doch. Da habe ich jetzt schon wieder echt keinen Bock drauf. Dass der kleine Junge da nicht so kann, wie ich gerne möchte. Gut, jetzt gucken wir halt mal auf die Karte. Also wir sind hier. Wir müssen ja eigentlich nur bis dahin. Aufgrund des erneuten Auftretens der Malaria erheben. Die Borgia schänden sie. So, Karte. Dann nach hier. Führen Sie ins Verderben. So, jetzt schauen wir mal. Die laufen. Wo lang? Nee, die laufen nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich glaube aber. Warte, wir nehmen jetzt trotzdem mal das Geld. So, diese Gruppe läuft nämlich genauso, wie wir es gerne hätten. Gut. Das sollten wir jetzt dann doch hinbekommen. Sollten. Lösen wir uns von der Gruppe hier. Und ja, wir müssen eh hier hin. Dann direkt. Verbäne. Bleib dran. Claudio! Molte grazie, Messere. Taucht eine Weile unter. Intesi? Die Wachen suchen nach euch. Es hängen schon Steckbriefe. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen.